Ja, was das Zivile angeht, sind wir wieder bei 100%, weil wir stellen Holzwerkzeuge her, wir stellen Geschirr her, das langsam, langsam zur Neige geht. Oh, lausch den Worten von Häuptling Jaunder Konote. Manitou hat uns diese Bisonherde geschenkt, damit wir für den Winter genug Vorräte sammeln können. Haltet euch vor den Tieren fern oder Manitou wird euch dafür furchtbar bestrafen. Ja. An die Plattfüße. Wie habe ich die jetzt entdeckt? Ach, weil da einer rausgekommen ist. Okay. So, Wikinger sind Freund mit allen, noch. Sie gegeneinander sind neutral, also Plattfüße sind neutral zu Langnasen, Nachtjäger sind neutral zu Langnasen, Plattfüße sind neutral zu Nachtjägern und so weiter. Und da ist ihr Vorratszelt. Sie geben mir Bögen, Geschirr für Bögen und Leder für Bier. Genauso wie die, also... Okay, du hast Speermacher erfunden. Mach deine letzten Ladung Speere. Also ja, wie ich mir dachte, das hier unten ist eine dritte Fraktion. So, du. Hol's mal bitte von hier unten die Speere ab. Ja, wir stellen noch ein bisschen Schuhe her. Ich kann aber schon mal... Ah, wo ist er denn? Eine Eisenmine hier hinbauen. Hier eine Eisenmine und dann etwas näher an den Wegweiser die anderen beiden Gebäude. Du kannst trainiert werden, das ist gut. Also ja, hier sind die Bisons, die dürfen wir nicht anfassen. Sonst hassen uns beide Fraktionen, was nicht so schön ist. Ja. 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 So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt, das heißt... Lehm ist noch mehr als genug da. Steinmetz. Ich habe schon mal keine Ahnung, ob ich wirklich ihn alles machen lassen sollte. Also auch die Eisenarbeiten. Bei Schwertkämpfer will ich jetzt nicht so unbedingt produzieren. So, das reicht jetzt mal an Schuhen fürs Erste.
So, du bist erwachsen, das heißt, du kannst den Bäcker lernen. Zieh schon mal hier ein. Und dann fängst du mal mit dem Bierbrauen an. Oh, wackelnder Po und wehende Feder haben sich wohl verlaufen. Bäcker. Eisenmine ist fertiggestellt. Gut. Weil eigentlich ist er nah genug dran, um auch die Eisenmine und die Sachen zu betreiben. Und ich will eigentlich ja nur Eisenwerkzeug produzieren. So, dich können wir abreißen. Ja. Können wir einen Bogenmacher an deine Stelle setzen? Ja, können wir. So, dich switch ich um. Nee, halt. Dich switch ich um hier zur Brauerei. Wo zur Hölle bist du? So, hier ist noch ein bisschen Fluss, was wir umgehen können. Und ja, den Rest hier oben können wir dann wann anders mal aufdecken, weil ich muss jetzt mal anfangen, Wegweiser zu setzen ein paar. Auf jeden Fall muss ich sagen, läuft meine Siedlung dieses Mal einiges besser. Und ja, auch wenn es etwas länger dauern wird dadurch, mein Plan ist recht simpel. Ich werde erst die Ressourcen, also die Waren herstellen, die befordert sind. Bevor ich mit dem Handeln anfange. Weil beide Stämme sind recht versessen darauf, dass ich ihre Herden in Ruhe lasse. Die einzige, mit dem ich im Vorfeld handeln kann, so, Bogenschützerei ist fertiggestellt, sind hier die Nachtjäger. Also sowohl die Langnasen als auch die Plattfüße leben im Konkurrenzkampf um die Bison. So, du hast den Schäfer erfunden. Du kannst ruhig mal ein bisschen weitermachen. Mit der Wolle. Eine Webstube passt hier jetzt halt gerade nicht hin, weil hier Bäume im Weg sind. Okay. Oh, du schläfst gerade, oder? Ja. Gut, da oben ist wieder Nahrung, die wir einsammeln können. Bist du eigentlich gerade im Steinmetzzelt? Ja. Eisenschürfer hier drüben. Oh,
So, den Teil haben wir auch aufgedeckt. Und ja, ich versuche von der Karte so viel wie möglich aufzudecken diesmal. Einfach, dass wir sehen, wie sich unsere Indianerfreunde bewegen. So, jetzt bewegst du dich da zurück oder gucken wir mal, ob wir von da oben aus auf die Insel kommen. Wenn ich da nicht. Ja. Ne, da haben wir noch genug. Eine Lederschneiderei können wir hier auch nicht hinsetzen, weil die Bäume im Weg sind. Wir lassen ihn mal so 10 Wolle machen. Also jetzt noch 3. Du bist unterwegs hier noch was? Eigentlich sieht das hier wie ein Übergang auf die Insel aus, aber ist es nicht. Oh, unser Bäcker kann trainiert werden. Ja, man sieht, dieses Mal klappt es mit der Nahrung wirklich besser. Und auch das Bierbrauen läuft gut an. Du bist Bierbrauer geworden. Gut. Oh, da liegt ein Stein direkt vor unserem Lager rum. Ach, du hast ein Eisenschiff erfunden. Gut. Das heißt, du kriegst jetzt schon mal eine Eisenschmelze. Hierhin. So, wo ist jetzt unser Kundschafter abgeblieben? Da. So. Dann haust du mal die Bäume hier wieder weg, dass wir hier Bauland haben. So, und du wechselst schon mal deinen Beruf zum Eisenschmelzer. Gut, dem befehlen wir noch die Bäume wegzuhauen. Damit wir jetzt die Lederschneiderei hier hinbauen können. Und ja, wir bauen da über Nahrung weg, aber das ist egal. Wir produzieren jetzt mehr als genug Nahrung. Wir haben schon 110 Nahrung drin. Weil wir haben auch nicht so viele Wikinger eigentlich. Gut.
Die trainieren wir noch. Und dann würde ich sagen, nehmen wir den Speed mal weg, dass wir in Ruhe speichern können. Und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Bis dann.